Sie werden heute Abend über die Darstellung des jeweils anderen Landes in den Schulbüchern sprechen, oder Sie haben schon darüber gesprochen und werden gleich die Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist ein Thema, von dem wir wissen, dass man es in seiner Bedeutung wirklich gar nicht überschätzen kann. Und die Bundesregierung hat diesem Thema deswegen auch immer große Aufmerksamkeit gewidmet. Mir ist es vor allem wichtig, das ist bei der Veranstaltung vor einem Jahr hier im Hause auch deutlich gemacht worden, wichtig ist, dass dieser Prozess weitergeht, dass es nicht bei einem einmaligen Ereignis bleibt, sondern dass es einen Follow-up-Prozess gibt, dass man weiter diskutieren kann über die einzelnen Fragen, die immer noch übrig bleiben. Wie Sie vielleicht wissen, wurde 1985 vom Georg-Eckert-Institut bereits eine Untersuchung zu diesem Themenkomplex durchgeführt. Das Bild Israels in deutschen Schulbüchern, das Bild Deutschlands in israelischen Schulbüchern und umgekehrt. Damals wurde schon, also vor 30 Jahren, festgestellt, dass das Bild Israels als Aggressor sehr einseitig in den Schulbüchern dargestellt wird. Im August 2015 wurde hier im Haus das Ergebnis der letzten Untersuchung, also 2011 bis 2014, dargestellt und das gleiche Ergebnis bekundet. Also nachdem wir diese Präsentation erlebt haben, haben wir uns entschlossen, diese Veranstaltung zu initiieren. Ja. Mir fällt erstmal auf, dass ein radikal islamistischer, ein dschihadistischer Text einfach unwidersprochen abgedruckt wird. Und dass innerhalb dieses Textes eine gewisse Täter-Opfer-Umkehrung stattfindet, als ob die Israelis erst einmal die Palästinenser terrorisieren würden und diese dann verständlicherweise sozusagen antworten. Was aber im Grunde politisch betrachtet das Gegenteil ist, dass Israel reagiert auf Terrorattentate, aber das kommt gar nicht zu Wort, auch nie weder in einem Kommentar noch im Text selbst. Und da kommen wir genau auch auf den Punkt, was bezogen auf Israel und den Nahen Osten und auf die deutsch-israelischen Beziehungen oftmals ein Problem ist. Verkürzungen, die zu Recht beklagt werden, auch einseitige Bilder. Wenn man da nicht genau den Finger drauf legt und schaut, was passiert hier eigentlich, sind hier die verschiedenen Perspektiven auch glaubwürdig überzeugend dargestellt, werden sie kritisch hinterfragt. Wir uns als auch Cornesen Schulverlage, und ich denke, ich spreche damit auch für andere Verlage, uns ist sehr wichtig der sogenannte Beutelsbacher Konsens, der schon seit Jahrzehnten letztlich den Minimalkonsens auch abbildet, nämlich, dass wir der Meinung sind, dass das, was in der Gesellschaft umstritten ist, auch in einem Schulbuch sich widerspiegeln muss. Das heißt, dass wir nicht einfach Gegensätze ignorieren können. Konflikte müssen auch in den Schulbüchern vorkommen. Gleichzeitig gibt es das Überwältigungsverbot. Das heißt, wir wollen natürlich die Schülerinnen und Schüler nicht für irgendeine Position, für bestimmte Interessen instrumentalisieren, sondern sie sollen zu mündigen, kritischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern ermuntert werden. Ja, also das, für mich ist das Hauptproblem, dass der ganze Nahostkonflikt reduziert wird auf das Terrorproblem. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht in der Tat zum Beispiel für uns viel stärker um die Frage des Existenzrechts Israel. Also wie Norbert Lammert gesagt hat, alles ist verhandelbar, aber eben nicht das Existenzrecht Israels. Und wir haben terroristische Gruppen, die dieses Existenzrecht in Frage stellen. Und das ist eigentlich das Zentrum dieses Konflikts. Und da ist der Terror sozusagen ein zentrales Moment sicherlich. Aber wenn man den Zusammenhang nicht versteht, dann entsteht sozusagen ein Bild des Nahostkonflikts, wo alles sozusagen auf gleicher Stufe ist. Und das kann eben nicht sein. Das ist genau der Punkt. Aus der Perspektive des Historikers ist ja nicht nur die Quelle wichtig, sondern natürlich die Fragestellung, mit der man an der Quelle rangeht. Dass bei der Fragestellung eigentlich ja fast schon nichts mehr zu retten ist. Also wenn man bei der Auswahl und bei der Aufgabenstellung, ja, praktisch, dann kann man ja eigentlich nur zu falschen Aussagen kommen. Vielleicht gibt es ja Gründe, von der wir jetzt, ich habe sofort praktisch einen Vorurteil, würde sagen, das kann ja nur politisch motiviert sein, sowas. Aber vielleicht gibt es andere Gründe. Das wäre interessant, aber das finde ich dann wirklich ein starkes Stück, dass das rauskommt und dann aber diese Aufgabenstellung dazu führt, dass man die Gründe eigentlich der Hamas verniedlicht.
Als Senatsverwaltung geben wir keine Vorgaben für Schulbücher heraus. Das klingt auf der einen Seite jetzt erstmal vielleicht sehr merkwürdig, aber wir sind eines der wenigen Bundesländer, in denen Schulbücher nicht genehmigungspflichtig sind. Das überrascht möglicherweise, und einige sagen, ja, können das Lehrkräfte überhaupt leisten, sozusagen eigenständig Entscheidungen zu treffen? Braucht es nicht eine Kommission, die das sozusagen sorgfältig prüft? Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch eine große Chance, weil wir haben die Chance, dass mit der Eigenverantwortung der Schule die Lehrkräfte tatsächlich aufgefordert sind, all die Materialien, die sie im Unterricht verwenden, sehr kritisch zu prüfen, weil sie müssen sich natürlich dann auch überlegen, welche Unterrichtsmaterialien bieten sie ihren Schülerinnen und Schülern an, aber welche Unterrichtsmaterialien werden auch auf dem Prüfstand von Eltern sein, und natürlich, wir haben an sich selbst auch einen hohen Anspruch zu schauen, mit welchen Materialien arbeiten sie dort. Ich bin auch einigermaßen entsetzt, wie der Senat, sage ich jetzt mal, auch als Sozialwissenschaftslehrerin, sich hier vor der Verantwortung drückt, Unterrichtsmaterialien zu kontrollieren. Ich denke nicht, dass Lehrer das alleine schaffen können. Wir haben immer schon die Freiheit gehabt, selbst zu wählen, mit welchen Materialien wir unsere Schüler unterrichten. Aber bei Büchern möchte ich eigentlich das Genehmigungsverfahren haben. Ich möchte eine Sicherheit haben für die Lehrer, dass sie Material haben, was wirklich eindeutig ist. Und ich finde gerade bei dem Antisemitismus und bei den Israel-Bildern, die in den Köpfen unserer Schüler sich befinden, muss was passieren. Aber was mir jetzt persönlich als Lehrerin fehlt, ist, was mache ich denn jetzt? Also ich habe jetzt diese Texte, jetzt kann ich die aber eigentlich ja so überhaupt nicht verwenden. Das heißt, ich muss mir quasi diese Gegenposition, oder das ist so neutral wie möglich dargestellt wird, alles selber suchen. Und dann habe ich ja noch das Problem, dass ich ja auch ein schwieriges Schülerklientel habe, was ja von zu Hause ganz andere Sachen mitbekommt. Das heißt, die glauben ja eher ihren Eltern als dem, was ich ihnen da in der Schule erzähle. Und mir fehlt jetzt so ein bisschen so, was mache ich denn jetzt? Wer veranlasst denn, dass solche historisch falschen Fakten in ein Schulbuch kommen? Und warum wird das nicht bemerkt und warum wird es nicht korrigiert? Das ist mir unbegreiflich. Ich habe aber eine Vermutung. Weder die Autoren noch diejenigen, die dahinter drüber entscheiden, haben eine Ahnung davon. Die blicken nicht durch einfach. Das ist das Hauptproblem. Zum Thema Fehler nur so viel. Sie haben diese Fehler nicht nur in Büchern, die nicht zulassungspflichtig oder die nicht in Berlin, in dem es kein Zulassungsverfahren mehr gibt. Sie haben diese Fehler natürlich auch in fast allen Schulbüchern in Flächenländern, in denen noch eine Zulassungspflicht besteht. Also es hängt nicht unbedingt jetzt damit zusammen, dass jetzt die Kontrollinstanz fehlt. Hier sind wirklich die Autoren und die Redakteure gefragt, und auch Autoren und Redakteure sind nicht immer die größten Fachspezialisten, muss man sagen, denen das sofort auffällt. Also hier ist wirklich die Zusammenarbeit und die Sensibilisierung oder auch die Zusammenarbeit am konkreten Schulbuchtext wichtig. Wir wollen ja alle, dass unsere Schülerinnen und Schüler zu mündigen, urteilsfähigen Individuen herangebildet werden. Die Möglichkeit, Urteile zu bilden und zu fällen, ist aber erst dann möglich, wenn mit didaktischen Materialien gearbeitet wird, die diese Urteilsfähigkeit überhaupt erlauben.